Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich dir aufzeigen, wie du Ängste selber auflösen kannst mit EFT. Mein Name ist Peter Bresicke, ich bin Coach und Seminarleiter für EFT. EFT ist die Abkürzung für Emotional Freedom Techniques. Zu Deutsch Technik der emotionalen Freiheit. EFT ist auch bekannt unter dem Namen Meridianklopfen, Klopfakupressur, Tapping oder ganz einfach in Anführungszeichen einfach nur mit Klopfen. Die Grundlage von EFT ist die, dass wir davon ausgehen, dass wenn wir Stress haben, eine Störung im Energiesystem haben. Also immer wenn du an ein Thema kommst, zum Beispiel jetzt in diesem Video, ein Angstgefühl auflösen möchtest, ist das die Grundhaltung, wir lösen eine Störung im Energiesystem auf. Bei EFT haben wir einen speziellen Klopfablauf. Der erste Schritt ist, dass wir ein Problem bestimmen. Also das Problem ist ein Angstgefühl auflösen. Der zweite Schritt ist, dass wir dieses Angstgefühl messen mit der Skalierung von 0 bis 10. Dann haben wir den sogenannten Einstimmungssatz hier bei der Handkante. Das werde ich dann nachher zeigen. Und wir klopfen nachher das Grundrezept am Körper und an den Fingern. Und am Schluss überprüfen wir das Resultat und das machen wir wieder mit der Skalierung. Problem bestimmen. Die Fragen was, wo, wann helfen uns, das Problem spezifisch zu benennen. Bei unserem Video heute hier jetzt ist ja das Thema ein Angstgefühl aufzulösen. Es kann sein, dass du diese Angst auch irgendwo spürst in deinem Körper, dass du Druck auf der Brust hast, Druck im Herzen hast oder einen Klumpen im Bauch hast, das kannst du genauso spezifisch definieren. Der zweite Schritt ist, dass wir die Skalierung machen von 0 bis 10. Wir schauen, wie gestresst bist du oder wie hoch ist die Angst. Also 0 wäre keine Angst, 10 wäre Maximalangst. Wichtig ist, ich zeichne das hier noch ein, dass du immer im Hier und Jetzt schaust, wie es jetzt ist, wenn du klopfst, also nicht die Vorstellung von der Angst, wie es zum Beispiel am nächsten Tag sein könnte, sondern immer im Hier und Jetzt. Dann geht es zum Einstimmungssatz. Den Einstimmungssatz klopfen wir hier bei der Handkante. Wenn du die Hand nimmst und eine Faust machst, hast du hier ein Grübchen. Das ist der richtige Punkt. Und dann nimmst du zwei, drei Finger. Es spielt übrigens keine Rolle, ob du die linke oder rechte Faust nimmst oder Hand nimmst. Da kannst du völlig auf deine Intuition hören und du sagst folgenden Satz. Auch wenn ich dieses Angstgefühl habe im Moment, akzeptiere ich mich genau so, wie ich bin. Diese Formulierung sagst du drei bis viermal. Dann gehst du zum Grundrezept. Du nimmst die zwei Fingerkuppeln und klopft hier beim Augenbrauenansatz und du sagst immer folgende Formulierung: diese Angst neben dem Auge, diese Angst dann unter dem Auge, das wäre der Magenmeridian, diese Angst, diese Angst unter der Nase, diese Angst. Immer wieder Fokus und Repetition auf deinem Gefühl, das du jetzt spürst. Diese Angst, die du jetzt spürst. Beim Kinn diese Angst. Diese Angst. Dann auf der Brust, das wäre Niere 27. Ich nehme die flache Hand, klopfe auf der Brust, so ist die Thymusdrüse auch gerade aktiviert. Und du sagst immer wieder den gleichen Satz. Diese Angst. Diese Angst. Dann unter dem Arm, ich muss schauen, dass das da im Video drauf ist, diese Angst. Dann der Rippenpunkt, diese Angst. Diese Angst. Dann gehen wir zur Klopfsequenz an der Hand. Du nimmst hier den Daumen. Diese Angst. Beim Nagelfalz ist der Punkt. Diese Angst. Oder du kannst auch sagen, meine Angst. Meine oder diese Angst. Zwischendurch nimmst du einen tiefen Atemzug. Muss mich da ein bisschen runterstellen. Diese Angst. Mittelfinger. Diese Angst. Und der kleine Finger.
diese Angst oder meine Angst? Dann schüttelst du die Hände aus und nimmst einen tiefen Atemzug. Und dann sind wir schon beim fünften Schritt. Das heißt, du misst, wie und ob sich etwas verändert hat mit dieser Skalierung von 0 bis 10. Das Ziel ist, ich muss das auch wieder markieren, weil das ist wichtig, das Ziel ist, dass du, wenn du klopfst, also wenn du jetzt deine Angst klopfst und auflösen möchtest, dass du also lange im Sinn von 30, 40, 50 Minuten klopfst und dran bleibst, bis sich die Emotion frei macht, also auflöst. Also wenn du jetzt so einen Klopfdurchgang gemacht hast und das bei dir noch nicht aufgelöst ist, dann fängst du wieder von vorne an und gehst da durch, bis sich diese Emotionen auflösen, also bis sich jetzt im konkreten Beispiel von diesem Video diese Angst sich auflöst. Ich möchte euch noch einige Anwendungsfelder aufzeigen, wo ihr EFT einsetzen könnt. Grundsätzlich kann man sagen, dass man EFT immer dort einsetzen kann, wenn man Stress hat oder irgendwo belastet ist. Ich gebe euch eine kleine Auswahl von Themen. Zum Beispiel bei Phobien kann man EFT wunderbar einsetzen, bei einer Spinnenphobie, Phobie, Höhenangst, Angst in einem Lift zu sein, Tunnelangst. Einfach in x-beliebigen Phobien kann man EFT sehr, sehr sanft, effizient einsetzen. Abbau von Ängsten. Man kann EFT einsetzen, um limitierende Glaubenssätze aufzulösen. Bei Trauergefühlen, allgemein eben bei Stressabbau, bei Prüfungsangst, bei Angst bei Meetings, bei Auftritten, Bühnenängsten und bei körperlichen Beschwerden, wenn ihr ein physisches Thema habt, könnt ihr EFT einsetzen. Dann hier zur zweiten Folie. Bei Eifersuchtsthemen beispielsweise, wenn ihr euch mutlos fühlt, es fördert die Entspannung. Bei Allergien kann man EFT einsetzen. Man kann die Energie steigern mit EFT. Man kann Stress abbauen im Zusammenhang mit Krankheiten. Also ihr seht mit diesen Beispielen, die ich jetzt so rausgenommen habe, als Beispiele zu zeigen, wo und wie man EFT einsetzen kann. Das Gebiet ist riesengroß. Gut, dann sind wir schon am Schluss von diesem Kurzvideo. Ich habe ein kostenloses EFT-Webinar erstellt. Da könnt ihr euch kostenlos informieren. Ich erzähle dort über die Geschichte von EFT, wer EFT entwickelt hat. Ich gehe genau den Prozess im Detail durch, dass ihr das nachmachen, nachklopfen könnt. Werde auch detaillierter darauf angehen, in welchen Gebieten EFT erfolgreich ist, was die Forschung dahinter ist, also der Hintergrund von der Forschung ist. Und mit diesem kostenlosen Webinar könnt ihr euch umfassend informieren. Ihr könnt euch da auf dieser Webseite eintragen bei mir und euch anmelden für dieses Webinar. So, ich danke euch für das Interesse. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Habt's gut, bleibt gesund. Bis bald, dein Peter Bresicke.